Hey Leute, herzlich willkommen zurück bei Renegade X Black Dawn. Und ja, wir sollen die Raketenwerfer, glaube ich, noch immer beschützen. Haben jetzt den Panzer bekommen. Und beziehungsweise... Na okay, wir fahren erstmal da hinten hin. Ach genau, die Position sollen wir dann halten. Ihr seht schon, unsere Panzer hier verteidigen sich schon fleißig gegen die Not-Streitkräfte. Genau, da seht ihr den leichten Kampfpanzer mal wieder angerauscht kommen. Wer läuft denn da hinten rum? Ach, ein Not-Soldat, okay. Egal, wir schießen einfach mal mitten in die Horde da rein, würde ich sagen. Ich habe da eben noch einen Offizier irgendwo rumrennen sehen, beziehungsweise das erstmal auf den Panzer, würde ich sagen. Der sollte doch dann Priorität haben. Zack. Oh, hier vorne ist auch noch einer, aber den haben sie jetzt schon ausgeschaltet, so wie ich das sehe. So, treffe ich das APC von hier hinten? Ja. Boah, die Panzer, die verziehen aber auch noch ganz schön dann, wenn man nicht aufpasst. Noch Soldaten. Boah, die fliegen richtig schön durch die Gegend hier. Den leichten Kampfpanzer. Leute, wie wär's, wenn ihr mal ein bisschen helft? Boah, der schießt mir die ganze Zeit volle Kanne vorne auf meine Verteidigung rauf. Vielleicht soll ich mich mal ein bisschen drehen. Ich denke mal, die Frontpanzerung dürfte ein bisschen höher sein als meine Seitenpanzerung. Boah, scheiß die Wand an. Viele kommen dann noch. Man kann es auch ein bisschen übertreiben, oder? Warum treffe ich jetzt nichts mehr? Ah, okay. War scheinbar eine gescriptete Sequenz. Schön die Luftunterstützung einmal hier in den Panzerkonvoi rein. So, Objective complete. Das ging noch relativ zügig, würde ich mal behaupten. Tju, also dafür, dass es auf hart ist, stellen wir uns gar nicht mal so doof an, möchte ich mal in den Raum stellen. Bisher noch keine Mission hier, die wir doppelt machen mussten, beziehungsweise wo wir uns noch ein zweites Mal daran versuchen mussten. Okay, was wollt ihr jetzt von mir? Hä? Soll ich die Helis oder was? Defend all Support Units. Okay. Kann ich hier... Ne, kann ich natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Okay, hier sind die ganzen Not-Gegner schon wieder am Start. Werden wir erstmal schön uns auch hier ans MG stellen. Scheint noch nicht mal zu überhitzen. Rennen auch nur wie die aufgeschreckten Karnickel hier gerade durch die Gegend. Boah. Sind teilweise echt schon ziemlich nah. So, zwei sind da noch. Dort sehe ich einen. Boah. So, komm schon. So treffe ich den dann wieder nicht. Ich glaube, der hier vorne muss irgendwie hinterm Baum sich versteckt halten oder so. Da ist noch einer. Na komm, jetzt aber. Jetzt ist er im offenen Feld. So, geht doch. Den Transporter kriegen wir wahrscheinlich nicht down. Wäre ja auch zu schön gewesen. Komm schon. Nee, okay, wird glaube ich nichts. Also stürzen wir uns wieder hier auf die Not-Soldaten. Oh, Mist, ich muss nachladen, Leute. Ach, hey, Jemine, ey. Boah, die rennen aber auch hier in unsere Verteidigung einfach rein. Also ein bisschen stumpf sind sie ja schon. Das muss man den Not-Truppen ja mal lassen. Moment. Boah, wie kann der denn hier an euch vorbeikommen, GDI-Officers, ey? Was habt ihr denn für einen scheiße Job erledigt? Da hinten muss irgendwo noch jemand sein. Oh, Vorsicht, von der Seite werden wir angegriffen. Boah. Shit, shit, shit. So, irgendjemand ist dort noch im Wald am Umherrennen. Ja. War ein Officer, oder? Sehe ich das richtig? Boah, Granaten wären was Feines, Leute. Guck mal, wie da hinten schon wieder für eine Gegnerhorde angerannt kommt. So, in der Sicht können wir vielleicht doch noch mal ein bisschen besser zielen. Boah. Noch knappe 3 Minuten. Oh, Vorsicht, Flamer. Wer ist denn da? Das ist der Flammenwerfer-Typ. Um den sollten wir uns kümmern. Oh, shit, nachladen. Meine Güte, ey. Die Mission geht auf Zeit übrigens, so wie ich das gerade sehe. Wo wollen die Not-Truppen denn ganz hinrennen? Hm.
Also, ich würde mal sagen, intelligent ist etwas anderes, Leute. Die stellen sich doch ein bisschen doof an. Ach ja, da kommen die Nächsten. Jetzt habe ich gar kein Fahnenkreuz mehr, oder was? Wollt ihr mich verarschen? So, komm schon. Geht doch. Gut, also so wirklich ein Problem bekommen wir hier gerade nicht. APCs? Oha. Oha, 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 jetzt muss ich aufpassen. Nicht, dass da noch ein paar Homies rauskommen. Boah, lasst unsere Raketenwerfer in Ruhe. Oha, jetzt sind sie aber richtig nah schon. Shit, shit, shit. Oh, Vorsicht, Flammenwerfer, Mann. Boah, ich brauche eine Grenade oder so. Ey, Leute, schießt ihr auch mit oder bin ich immer wieder der Einzige, der was macht? Vorsicht, 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 jetzt, ey. Wo wollen die denn schon wieder hin? Boah, wer schießt denn hier noch auf mich? Irgendwann hat hier einen Sniper oder so. So, geht doch. Da hinten noch ein Not Soldier. Tschu, okay, jetzt machen die doch mehr Stress, als ich angenommen habe. Komm schon, nur noch eine Minute müssen wir durchhalten. Oh, hier vorne ist auch noch einer. Meine Fresse, ich bin echt der Einzige, der hier was tut. Kann das sein? Chain Gun, sauber. Die gönne ich mir doch mal eben. Und dann können wir uns hier mal eben irgendwo positionieren. Komm schon, komm schon. Lass dich jetzt hier nicht von der Shotgun... Oh, Vorsicht. Nicht rösten lassen hier von den Flamern. Boah, shit, shit, shit. Ich krieg jetzt auch gerade irgendwie gar nichts mehr mit. Ey, Moment. Apaches. Boah, komm schon, hol das Ding runter. Ey, das gibt's doch nicht. Ist da hinten noch einer? Nee, ich glaub nicht. Doch, doch, da muss irgendwo noch einer sein. Boah, meine Rüstung ist gleich schon weg. Meine Rüstung ist gleich weg. Shit, shit, shit. Leute, ich muss irgendwie mal... Boah, Mission failed. Scheiß die Wand an. Okay, ja, warum habe ich auch gesagt, dass wir bisher jede Mission beim ersten Mal geschafft haben? War ja klar, dass dann sowas passieren muss. Hm, okay. Muss ich mal eben schauen. Was habe ich denn hier noch? Eine Pistole habe ich noch. Und das gute alte Sniper-Gewehr. Sniper habe ich hier nochmal. Okay. Das heißt, die erste Welle ging ja recht gut und zügig down, wenn ich hier dieses Stand-MG genutzt habe. Den Rocket Launcher sollte ich vielleicht benutzen, wenn die Apaches kommen. Weil was die an Schaden rausgerotzt haben, war dann doch nicht so feierlich. Haben schon... Kümmert sich vielleicht einer um den Typen, der da hinten rechts rumrennt, Leute? Oh, warum muss ich denn alles hier alleine machen? So, geht doch. Okay, wollen wir aber gleich mal hier switchen. Auf was schießt ihr? Da ist niemand mehr. Ist nur eine Rüstung. Also, wenn die Kampfbuggies kommen, will ich die richtig schnell abfangen. Die müssten jetzt eigentlich gleich kommen. Ja, schade, dass ich so einen Stahlhagel hier nicht selber irgendwie benutzen darf. Da käme Freude auf. Ja, wahrscheinlich trägt er eine Gasmaske, weil das mal wieder so ein scheiß Flamer ist. Boah, jetzt kommen sie aber hier richtig schön nah ran. Dann sind sie natürlich leichtes Kanonenfutter für unsere Geschütze hier, an denen wir uns positioniert haben. Zack. Ideal. Okay, von rechts kommen sie noch nicht momentan. Da hinten im Dschungel sollen sich irgendwo noch zwei Leute rumtreiben. Da sehe ich einen. Komm schon. Oh, nachladen, nachladen, nachladen. So, einer weniger und der zweite fällt auch so. Und jetzt aufhören. Hier, komm, zack, die Buggies kommen. So, einmal. Zweimal. Okay, das ist schon mal gut gelaufen. Ich pack das Sniper, tausche ich mal eben gegen den Rocket Launcher. Los, komm schon. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Okay. Nein, das Sniper-Rifle will ich nicht. Ich will... Oh. Das ist echt scheiße mit den Waffen, Leute. Manchmal... Dauert das 100 Jahre, bis man die anvisiert hat. Ne, shit, kriege ich gerade nicht hin. Ah, ärgerlich. Jetzt habe ich so viel Zeit verbaselt hier mit diesem Scheiß. Ich hätte gerne das Sniper-Rifle getauscht, weil ich dann die APCs gleich mit dem Raketenwerfer platt gemacht hätte.
Also zwei Leute flankieren uns mal wieder. Und effektiv gesehen bin ich hier auch wirklich der Einzige, der irgendwie was macht. Boah. Was? Schon wieder? Kacke. Das gibt's doch nicht. Okay, da war ich ein bisschen unaufmerksam. Okay. Also, ihr merkt schon, diese Mission ist dann doch ein bisschen schwerer. Zumindest als die anderen Missionen, die wir so bisher hatten. Also, wir starten hier erstmal wieder am MG, würde ich sagen. Also, das passt. Leider wird mir auch nirgends angezeigt, glaube ich, wie viel Lebensenergie diese blöden Raketenwerfer noch haben. So, komm, bevor die beiden da wieder am Rand rumrennen. Los, kommt schon, mach die kalt, ey. Das gibt's doch nicht. So. Boah, ey. Wie die uns immer flankieren wollen, nervig. So, komm schon. Geht doch. Wie sieht's aus? Da Energie noch voll, soweit ich das sehe. Okay, leider kann ich diese Helis auch nicht abschießen. Vielleicht kann ich die Leute, während sie sich runterseilen, abballern. Na shit, da siehst du ja gar nichts. Lord Officer. Komm schon. Officer down, sehr schön. Oh man, shit. Die hat aber auch wenig Muni. Komm schon. Einmal. Na shit. Fuck. Boah, ey. Also effektiv ist was anderes, würde ich mal sagen. Shit, jetzt muss ich schon wieder nachladen. Wenn sich das nicht nochmal rächt. Irgendeiner flankiert uns auch schon wieder. Okay, Moment. Wo wollen die denn ganz hin? Was wollen die da oben? So, geht doch. Ich lade schon mal schnell nach. Jetzt kommen die Kampfbuggies, wusste ich es doch. Komm schon. Okay, Buggy 1 down und Buggy 2 auch down. Nice, das war schon mal gut. Jetzt kann ich mal wieder versuchen, ob ich hier irgendwie an den Rocket Launcher rankomme. Oh, das gibt's doch nicht. Sag mal, bin ich zu dumm? Oder ist das Spiel zu dumm? So. Ich verlasse mich hier auf mein Geschütz, Leute. Das leistet eigentlich gute Dienste, wenn es nicht gerade nachladen muss. So. Okay, die restlichen kommen jetzt hier frontal auf uns zu. Vorsicht, Vorsicht, die flankieren uns gleich wieder. Leute, das sind die Flammenwerfer vor allem. Boah, ey, hör auf mit deinem dreckigen Flammenwerfer, du Bastard. So. Hier ist noch einer. Ich muss nachladen. Shit. Zwei nur noch. Und... So, schön den Rücken. Jetzt kommen die APCs, oder? Sehe ich das richtig? Auf was schießt ihr denn, Leute? Der ist tot. Hallo? Okay, Vorsicht, da kommen schon wieder die nächsten. Kommen die APCs erst gleich? Okay, sieht so aus. Mal schauen, ob ich den einen oder anderen noch weggesnipert kriege. Oh, shit, Leute, ich muss eben schnell... Nein, was machst du denn? Ah. Komm schon, wir müssen erstmal die APCs jetzt down kriegen. Boah, die öffnen das Feuer nämlich komplett auf unsere, Dingens. Auf unsere Raketenwerfer. Scheiß die Wand an. Vorsicht. Oh, Leute, ey, das gibt's doch nicht. Flammenwerfer geht mir richtig auf den Sack. Wer ist das? Der da, wa? Officer down. Boah. Ich ziehe das Feuer so ein bisschen auf mich gerade, damit unsere Geschütze nicht, beziehungsweise unsere Raketenwerfer halt nicht down gehen. Ne, komm, renn mal ein bisschen. Havoc. Ich bräuchte jetzt wirklich dringend diesen Raketenwerfer, ey. Oh. Ja, das, die Shotgun kann ich wieder nehmen, das Sniper kann ich wieder nehmen. Aber an diesen scheiß Rocket Launcher komme ich einfach nicht ran. Okay, ihr kümmert euch um die Leute. Ich will mich genau um die Apaches kümmern. Warum treffe ich den nicht? Komm schon, ja jetzt. Ja, mit der explosiven Muni geht's ganz gut, Leute. Vorsicht. So, okay.
Boah, jetzt haben wir immerhin die Helis schnell abgewehrt und ich denke mal, die machen definitiv mehr Damage als diese Not-Fußsoldaten. Die Not-Fußtruppen sind zwar auch stark, aber nicht so stark wie ein Kampf-Heli, denke ich doch mal. Boah, da ist noch ein Flamer. So, meine Güte, wo sehe ich da noch einen? Dort und da rechts muss noch einer rumrennen, wusste ich doch. Ist ein Officer. Leute, den Officer sollten wir down kriegen, bevor der irgendwie auf eine blöde Idee kommt. So, ich hoffe, dass jetzt keine Tanks mehr kommen. Yes, Objective complete. Boah, okay, das war doch mal eine schwere Geburt, Leute. Ich würde sagen, die nächste Mission sehen wir dann beim nächsten Mal, denn eine Viertelstunde ist schon wieder um. Diesmal haben wir leider ein bisschen länger gebraucht, da wir ja hier zweimal gefailt haben. Aber im Endeffekt hat Havoc die Situation doch noch unter Kontrolle bekommen. Das ist die Hauptsache, würde ich mal sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn du magst. Bis dahin, mach dir noch einen schönen Tag. Ciao.